Hallo zusammen, da ist Lara von gruppenhaus.ch. Ich möchte euch heute wieder was von einer Skitour erzählen, die ich vorletzte Woche gemacht habe. Bei super Sonnenschi und doch auch noch recht gutem Schnee. Und zwar fängt die Tour bei Langhuis an. Dort kann man entweder mit dem Auto oder jetzt auch seit dem 18. Dezember mit dem Postauto raufgehen. Und dort hat es einen recht grossen Parkplatz. Mir ist aber gesagt worden, in der Hochsaison wird es dann doch einmal knapp mit den Parkplätzen. Also lohnt es sich, um nicht allzu spät zu kommen. Von dort aus geht man dann los, kann man die Tourenski schon anlegen oder auch sehr bekannt mit den Schneeschuhen die Tour. Und läuft dann zuerst ein bisschen die Straße entlang aufwärts bis zum Passhöhe Beizli. Und dort geht es dann links ab in den Wald rein und geht schön durch den Wald und in so einem schönen Kessel geht es drauf, bis man dann auf dem Rickhubel ist. Der ist 1943 Meter hoch. Und dort hat man dann eine wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge und mir aufs Nebelmeer. Also eigentlich würde man dort noch schön auch die Seen sehen von Luzern. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich nur das Nebelmeer gesehen. Aber solange man drüber ist, ist das ja auch etwas Schönes. Genau, dann geht es dort weiter über einen recht breiten Kamm, bis man dann zum Anstieg kommt auf den Fürstein. Das sind nochmal so 100 Höhenmeter insgesamt, aber ist wirklich recht gemächlich ganz drauf und hat man dann ja auch schon schnell geschafft. Dort oben hat's dann, kann man halt abfällen, umschnallen und dann sich auf die schöne Abfahrt freuen. Die geht durch die Mulde, die heisst Oberseven. Und da kommt man dann auch am Sevenseeli vorbei, wo man dann nochmal einen kurzen Gegenanstieg hat von ungefähr 50 Höhenmeter. Und dann kann man aber nochmal ein schönes Abfettchen machen und ist dann am Schluss wieder zu Langhuis unten bis zum Parkplatz. Insgesamt sind es so 700 Höhenmeter und wir haben so 2 bis 2,5 Stunden gehabt für den Aufstieg. Und dann, ja, je nachdem, wie fest man es halt am Geniessen ist, wir haben es gemütlich genommen, weil es so schön war und immer wieder ein bisschen und Bilder für euch gemacht, dass ihr auch wisst, wo durch und wie es aussieht. Genau, und für die, die die Swiss Topo App haben, dort ist die Route auch eingezeichnet. Rickhubel, Fürstein, dort kann man gut finden und ist auch eine einfache Route. Und das ist echt, also bei uns war es auch schon vorgespurt gewesen, weil es natürlich auch bekannt ist für Anfänger-Touren. Genau, das war meine Tour. Es war wirklich sehr schön, auch wirklich noch guter Schnee gehabt. Ist halt nicht so mega hoch, von dem her muss man auch schauen, dass es noch genug Schnee hat in ein paar Wochen, wenn nicht bald wieder Schnee kommt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spass auf der Ski.